So. Und kurz mal die Fingernägel schneiden. So. Und schon sind wir wieder ein gemachter Mann. Wobei, eigentlich müsste ich in zerfetzten Lumpen rumlaufen, wenn ich ständig wachse und die Klamotten zerreißen wie beim Hulk. Aber, ja, gut. Hinterfragen wir es mal nicht. Sondern gehen jetzt zum Trankbrauen. In die Küche zurück. So. Wo sind wir denn hier? Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Schade, dass er mir nicht anzeigt, wo ich da hinkomme jeweils. Ups. So, mal sehen. Bücherei war dort. Das heißt, raus und in die Küche. So, also hier einmal durch. Hinterhof. Zum Glück ist der noch geladen. Und hier war Kathedrale. Das heißt, die Küche war... hier? Ja, da war die Küche. Ich bin ja ansonsten, was die Orientierung angeht, quasi blind und doof. Ich habe keine Ahnung. So, ich hoffe, wenn ich hier jetzt die Distel reinschmeiße... Distel... Dass dann Opa, dass dann Oppes wieder um die Ecke kommt. Trank ist bereit. Das heißt, einmal hier, leeres Fläschchen. Zack, Nachtwächter. Jupp, Journal. Oppes? Kein Oppes. Mit dem Nachtwächter kann ich mich vom Wolf unbemerkt bewegen. Ich muss Isabel aufsuchen. Vielleicht kann sie mir helfen. Zuerst muss ich aber die steinernen Wegmarkierungen im ganzen Schloss zerstören, wie Milch mir nahegelegt hat. Tja, nur fehlen mir da noch zwei Stück. Also im Schloss. Ich weiß nicht, also außerhalb des Schlosses? Keine Ahnung. Und, wie ich gerade merke, die Facecam-Spur ist voll. Das heißt... Ihr seht mich jetzt nicht mehr und ich wollte hier sowieso eine Aufnahmepause machen, weil ich nämlich so langsam quasi, Journal wurde gerade gespeichert, hoffe ich doch mal. Dementsprechend mache ich hier die wohlverdiente Aufnahmepause, weil ich glaube, viel ist es nicht mehr, was ich hier machen muss. Und ihr seht mich nicht, dementsprechend bringt es nichts, euch zu winken, ihr könnt es sowieso nicht sehen. Gut, das war's für diese Aufnahme. Ich, auch wenn das Spiel einige Bugs hat, hat es mir trotzdem bisher ganz viel... Ups, hat die sich gerade... Habe ich die eigentlich schon beklaut? Die kann man gar nicht beklauen. Die kann man nur von vorne anklicken. Naja, egal. Gut, mit diesem Busengrabscher verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das hat euch bisher Spaß gemacht, denn obwohl das Spiel ziemlich schlechte Kritiken bei Steam bekommen hat, so finde ich es doch recht interessant, das Spiel. Es kann natürlich nicht mit einem AAA-Titel mithalten, aber ich sag mal so, für 5 Euro beziehungsweise ich habe das Ganze in einem Bundle bekommen, macht es doch einiges an Spaß, auch wenn teilweise so ein paar Bugs drin sind. Und ich mache eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann morgen oder nach einem kurzen Schnitt wieder. Und dann spiele ich das Spiel kurz noch zu Ende, weil viel ist ja nicht mehr übrig. Ich sage tschüss. Tschüss. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Guys of the Wolf oder so, wie auch immer. Ich vergesse ständig, wie die Spiele heißen. Und ich bin gerade mittendrin, quasi das, was das Spiel nicht gespeichert hat, nachzuspielen. Das im Endeffekt bedeutet, ich musste alle Sachen zerstören. Ich musste das Rätsel da hinten neu machen. Wie ihr jetzt gerade seht, stehe ich hier draußen auf diesem Balkon. Und was mir gerade aufgefallen ist, hier liegt noch was, was ich beim ersten Durchgang scheinbar nicht mitgenommen habe, was wohl eine Zutat sein könnte, die uns fehlt. Ich werde mal mitnehmen, was hier liegt. Und hier liegen Federn von einem Vogel. Und da gehe ich jetzt drum rum.
Wie ihr seht, bin ich hier gerade, wo ich quasi hier das Rätsel mit der Distel. Ich habe mir auch wieder eine Distel genommen, weil natürlich war die verschwunden. Dementsprechend werde ich jetzt... Was sind das jetzt? Die Distel habe ich noch und die Federn auch noch, aber... was wird das denn jetzt gerade? Ach, Alter, das kann ja wohl nicht angehen. Jetzt hat er mich tatsächlich getötet. Naja, wie dem auch sei, ich werde jetzt hier einen kurzen Schnitt setzen und werde ein klein wenig weiterspielen, weil es gibt ja da noch so Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel in den Keller gehen, wo dieses komische Labor war, weil, wie man hier so schön sehen kann, ich habe zwar das Lexikon und das Bestarium, aber mir, ich weiß gar nicht, die Liste, irgendwas fehlt mir auf jeden Fall noch. Und ich habe noch hier auch leere Fläschchen 3, das heißt, ich habe noch nicht den Trank gebraut, um quasi, ja, das Spiel sozusagen zu finishen. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht. Also, wie gesagt, wir sehen uns in einem kurzen Schnitt wieder. Ich sage tschüss, bis gleich. Tschüss. Moin moin und hallo noch einmal. Nach einem kurzen Schnitt sind wir jetzt komischerweise nicht dort angelangt, wo ich eigentlich hin wollte. Wir sind woanders. Ich bin nämlich versehentlich falsch abgebogen und in der Bücherei gelandet und dachte mir, ich gucke mich nochmal um, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Und ja, ich habe was vergessen. Hier in der Ecke ist nämlich ein Eimer mit Blut drin. Und wie wir uns vielleicht erinnern, in einer der letzten Folgen, in einem der Rezepte, beziehungsweise in dem Hauptrezept brauche ich Federn, Mondblume, Prunk, irgendwas, an irgendwas und Wolfsblut. Und da hier scheinbar mit dem Wolf experimentiert wurde, ist hier Wolfsblut. Etwas fehlt. Ja, wir brauchen ein leeres Fläschchen. Siehste? Jetzt haben wir nämlich auch das Blut, was uns fehlte. Das heißt, im Endeffekt können wir den Trank brauen, also den, der oben auf der Liste steht. Und, ich weiß nicht, was mir jetzt noch fehlt. Das hier hinten, ja, das hatte ich gelöst. Das musste ich auch zum Glück nicht nochmal machen. So, gehen wir mal zurück in die oberen Hallen. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Also quasi für diejenigen, die unter euch, die jetzt alles doppelt sehen. Weil ich unter anderem noch eine Tür, ich weiß nicht, was hinter der Tür ist. Aber ich habe sie scheinbar noch nicht geunlockt sozusagen. Und, ja. Ich habe auch noch nicht alle von diesen komischen Pillars, die da überall rumstehen, kaputt gemacht. Und, ich müsste im Kerker nochmal gucken. Da könnte vielleicht noch einer von diesen Pillars rumstehen. Ich weiß nicht genau, ob es da, weil da konnten wir uns damals noch nicht verwandeln, als wir im Keller den, alten Typen befreit haben. Und, was ich euch zeigen wollte, ist die Tür hier. Also nicht die hier, sondern die hier hinten. Die hatte ich, siehst du, scheint blockiert zu sein. Die hatte ich nämlich im letzten Durchlauf noch freigeschaltet. Und ansonsten hier nicht reinlaufen, hier nach unten einmal, in den Kerker. Verschlossen, ich habe den Schlüssel, ja. Wer schließt denn hier da und wieder ab? So, ab in den Kerker, nach dieser kurzen Ladezeit. So, wir sind im Kerker. Und abgesehen von den Fallen ist hier hinten, wie ihr sehen könnt, ja, hier ist noch einer. Ein steinernes Leuchtfeuer. Jetzt müsste ich natürlich mich irgendwie hier im Kerker verwandeln können. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass die Mausempfindlichkeit komischerweise manchmal anders ist. Da hinten gibt es, glaube ich, irgendwo Mondlicht. Oh, hier ist sogar ein kleines Fledermäuschen. Da ist Mondlicht. Das heißt, dann verwandeln wir uns mal kurz. Geile Schnitte. So. Kaputt gemacht. Seht ihr? 18 von 20. Ich hatte nämlich schon 19 von 20. Das heißt, zwei fehlen noch. Und dementsprechend irgendwo müsste ich jetzt quasi noch was nachholen. Ich habe aber im Endeffekt keinen Bock, jetzt alles nochmal irgendwie zu machen. Aber leider muss ich. So, mal gucken. Passen wir hier durch? Ja klar, als Wolf passen wir hier durch.
So, dann verwandeln wir uns mal kurz zurück, bevor wir durch diese Tür da gehen. Und dann zur Küche, glaube ich, kommen wir dort. Und ich weiß im Endeffekt nicht, welchen Gang ich jetzt übersehen habe. Da müsste ich mal auf die Karte gucken. Jetzt sind wir hier. Hier haben wir den Pullermann kaputt gemacht. Und er scheint blockiert zu sein. Schön. Die Tür ist blockiert. Super. Da kommen wir... Echt? Kommen wir da nicht durch? Nein, nicht über die Fackel laufen. Das kann ja wohl nicht angehen. Will das Spiel mich veräppeln? Ich komme da echt nicht durch? Sag bloß... Ah, ich weiß, wo die zwei fehlenden Pillars sind. Die sind oben... bei dem komischen Gang. Da war doch dieser komische Gang noch, den ich übersehen habe. Beziehungsweise, der jetzt... wo war der nochmal genau? Gucken wir mal auf die Karte. Mal sehen. Genau, dieser obere Gang da, oben. Da mit diesem komischen Schlängelding. Wie kam man denn da nochmal hin? Bei der Kathedrale oben rauf? Nee, da kommt man da oben rüber. Da drüben, irgendwie durch diese Tür in die... Ist das die Küche? Auf jeden Fall Treppe rauf und dann die erste Tür. Das war, glaube ich, die Küche, oder? Oder war das die Bibliothek? Nee, die Bibliothek war das nicht. Das war die Küche, genau. So, ja. Küche. Da müssen wir ja sowieso hin. Weil die Rezepte, die ich mir vorsorgehalber aufgeschrieben habe, auf diesem etwas... mittlerweile verschmierten Zettel. Riecht noch nach Papier. Ja. Ladezeit. So, wir sind in der Küche nach dieser kurzen Ladezeit. Und ach ja, genau hier waren wir stehen geblieben. Ja, während wir die alte da befummelt haben. Die klingt, als wäre sie 130 Jahre alt. Hatten wir hier... zusammengebraut und zwar mal sehen, Distel, Blonk, so, ja, dann hatten wir Apfelsamen, Zisch, ne, Zisch, so, was hatten wir dann, Nüsschen, so, hier Nüsschen rein, Baumrinde hatten wir zum Schluss noch. Da ist hier so ein bisschen Baumrinde. Plunk. Zack. Und jetzt müssten wir das Zeug zusammen haben, was genau, was quasi einen Wolf sozusagen, ja, Nachtwächter. So, jetzt haben wir auch im Journal den Eintrag mit dem Nacht... Mit dem Nachtwächter kann ich mich vom Wolf unbemerkt bewegen. Ich muss Isabel aufsuchen, vielleicht kann sie mir helfen. Zuerst muss ich aber die steinerne Wegmarkierung im ganzen Schloss zerstören, wie Milch mir nahegelegt hat. Genau, aber wir können auch theoretisch... Obwohl, nee, Moment, mir fehlt dieses komische Azurine oder wie auch immer das heißt. Weil wir haben Federn haben wir. Wir haben Prunkwinde. Wir haben Mondblume. Wir haben Wolfsblut. Aber wir haben nicht dieses komische Azurdingsbums. Dementsprechend können wir noch nicht die andere Dingsterbums bauen. Die andere, das andere Gesöff. Ich frag mich echt gerade, wie man da... Okay. Ah, der lange Gang. Der lange Gang. Der lange Gang. Wie konnte ich das nur vergessen? Der lange Gang war's. Und jetzt weiß ich auch, warum ich da nicht durch die Tür unten im Kellergewölbe kam, weil das ist ja eingestürzt dahinter. Da mussten wir ja jetzt über einen Umweg hin. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier durch da irgendwie hinkommen. Weil da stehen nämlich noch diese zwei Säulen, die ich zerstören muss. Und ich glaube, dann muss ich wieder zurück in die Haupthalle. Weil da irgendwo diese komische Magd rumlungert, die ja sagte, ja, ich helfe dir. Und zu der müssen wir hin. So, und ich überquatsche hier schon wieder die Ladezeit vor diesem schwarzen Bildschirm. Die zum Glück jetzt auch schon wieder vorbei ist. Ja. So. Jetzt sind wir hier. Okay.